Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Part Pokémon Showdown. Wir beginnen hier quasi so eine neue Session bzw. Ära. Und zwar beginnen wir die Antimeter-Ära. Ich weiß, das gibt es jetzt schon bei ein paar mehr, aber ich dachte mir, komm, das machst du mal mit so Sets, die potenziell eigentlich keiner spielt, die eigentlich auch wahrscheinlich in 90% der Fällen nicht aufgehen, die aber einfach lustig sind, da zu sein. Dieses Mal geht es um ein Saad Y als D-Dancer, das tatsächlich ziemlich gut aufgehen kann, muss ich sagen. Und ein bisschen auch noch ein Callmind Klefki, welches eigentlich eher zum Support von diesem Ding da, von unserem Saad Y ist, aber ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Ich denke, unser Lied, unserer Wahl ist sogar hier das Starmie, da ich eigentlich nicht mit dem Rotom Wash Lied rechne. Aber natürlich kommt er die natürlich trotzdem. Die Sache ist die, er kann halt mit gegen Mushroom nichts machen, wird aber jetzt wahrscheinlich. Es ist das Choice Gasset. Die Sache ist die. Ist es wirklich. Wir können eigentlich Spore drücken. Er bleibt trotzdem drin, das ist interessant. Okay, dann schläft das Ding jetzt. Wir sind jetzt auf Spore gescarft, das heißt, er weiß, wir müssen rauswechseln. Choice Scarf ist jetzt nicht unbedingt so ein Item, wo ich mir denke, oh, das ist aber gut. Oh, ich wusste gar nicht, dass der Burn sogar angezeigt wird, um wie viel der Attack das gesinkt. Aber wir können jetzt potenziell in unser Saad gehen. Das ist sogar gar nicht schlecht für uns. Vollziehen wir jetzt schon die Megas? Ich frage. Hier ist übrigens Crunch drauf und nicht. Eigentlich hatte ich anfangs CQ drauf, aber dann, ne? Rotom Wash steht da und macht nichts. Ne? Und irgendwas, wegen irgend noch was habe ich es drauf getan. Ich weiß es nicht mehr warum. Bin mir gerade echt unsicher. Wir gehen mal in die Mega und drücken D-Dance. Er bleibt drin. Hat er die Hidden Power Rock oder sowas? Oder spielt er EQ da? Ne, er drückt einfach Dragon Pulse. Ja, wenn du meinst. Also ein Fire Punch wird er nicht tanken. Wenn er jetzt aber in Heat Train geht, dann. Ist das doof. Ich hätte ehrlich gesagt gerne hier wieder mein EQ drauf. Das hätte jetzt nämlich gereicht. Wieso habe ich hier EQ nicht mehr drauf? Das würde mich gerade selber interessieren, wieso ich EQ hier runtergenommen habe. Aber dann haben wir es halt nicht mehr drauf. Die Frage ist, gegen sein Team lohnt sich Rocks nicht mal unbedingt. Deshalb würde ich sagen, nutzen wir lieber den Abschlag. Er protected. Ah! Jetzt wäre natürlich die Rocks geil gewesen. Wir drücken mal U-Turn. Er bleibt immer noch drin. Ich hätte die ganze Zeit EQ drücken können. Er bleibt einfach drin, ist doch ihm egal. Wir haben übrigens ein kleines Problem, weil dieses Heatran pressured uns ziemlich stark. Wieso habe ich da. Das ändere ich jetzt sofort. Das ändere ich jetzt sofort. Ja, hier seht ihr schon ein paar Spoiler. Ich habe mir ein paar gute Sets zurechtgelegt. Das wird auf jeden Fall noch Spaß. So, EQ ist jetzt drauf. Die Hydro-Pumpe scheint mir jetzt relativ obvious. Ja. Natürlich protected er. Es ist ja logisch, dass er protected. Ich wollte gerade sagen, warte, warum protected er wieder? Es ergibt schon Sinn. Jetzt drücken wir Hydro-Pumpe und er ist speziell defensiv, sehen wir an der Stelle. Und wir haben ein kleines Problem, Hammer, ne, meine Freunde. Wir haben ein kleines Problem. Wir drücken jetzt EQ, weil er scheint jetzt nicht so der Typ zu sein, der sich denkt, ja, warum denn nicht, ne? Er drückt jetzt tatsächlich Protect. Wir gehen jetzt auf den Knockoff. Und er geht jetzt diesen Mal in Zapdos. Okay, wenigstens ein klitzekleiner Predict, der aufgeht. Wollen wir die Rocks haben? Na, eigentlich können wir U-Turn. Er geht auf Heatwave. Mist. Und, warte mal. Wir haben 220. Das müsste das Normale eigentlich sein. Jetzt hätten wir jetzt das Core Mind Clef Able. Aber wir haben leider nur den Wish Passer, weil das Team ist eigentlich. Also, die meisten Teams, die ich jetzt bauen werde, sind eigentlich ein bisschen so ausgelegt, dass das Anti-Metamon, weil ich jetzt nicht dabei habe, doch ein bisschen was wenigstens machen kann. Also. Erwartet an der Stelle bitte nicht zu viel. Und wir könnten jetzt versuchen. Das Ding ist, Klefki kann halt nichts gegen das E-Trim machen. Wir drücken jetzt einfach mal Call Mind. Wieso nicht? Er geht auf Trick. Gibt uns den Giftschleim, der sollte uns aber eigentlich keinen Schaden machen. Giftschleim macht echt Schaden. Wo wir Stahltyp sind, na ganz so. Er burn uns jetzt. Ja. Was soll ich denn machen, bitte? Das ist halt jetzt scheiße. Heatran Void dieses Team komplett. Hätte ich nur davor EQ gehabt, dann wäre das jetzt besser gewesen. Wir gehen mal in unser Choice Scarf Mushroom. Das gute Set. Wir wissen es, dass es das gute Set ist. Wir wissen jetzt auch jeden Move von diesem Ding hier.
Wir drücken jetzt einfach mal Spore. Magma Sturm, den tanken wir. Ja, dann pennt es. Die Sache ist die, dass es pennt, bringt uns nicht wirklich weiter. Wir sterben jetzt sogar. Ach ja, vom Magma Sturm. Ich wollte gerade sagen, durch was sterben, ja. Aber das ergibt dann doch Sinn. Und wir drücken jetzt einfach Knockoff. Wir haben jetzt keinen Grund, Knockoff nicht zu drücken. Ich predikte jetzt mal die Wucht. Er drückt es. Okay, wie viel Schaden macht das jetzt? Das ist guter Damage. So, und jetzt kann er eigentlich nicht Roost drücken. Er drückt die Heatwave. Er crittet. Wow. Er crit-burnt uns. Sicher. Noch irgendeinen Wunsch. Wir drücken jetzt die Q. Bitte lass es reichen. Aber wahrscheinlich. Ach, das ist doch. Sowas ist doch kacke. Wir hätten sogar wenigstens noch ein bisschen was rausholen können aus diesem Match. Ein bisschen was wenigstens. Wir legen jetzt Tarnsteine, auch wenn es gar keinen Sinn mehr hat, was wir hier machen. Ist mir jetzt aber auch egal. Sowas nervt mich halt dann auch noch. Wenn dann sowas wirklich noch kommt, dann muss so... Nö, ich stall... Nein, ich will jetzt nicht stallen. Ich will lieber weitere Kämpfe machen, aber... Ist doch scheiße, sowas. Dann hätten wir das Zapdos weggehabt und... Lando T hätte doch noch gute Sachen machen können. Wir kriegen wenigstens einen Crit. Das ist ein bisschen Gerechtigkeit. Lando T hätte das ganze Team sogar noch auseinandernehmen können. Das Mega Skeptile hätten wir mit unserem Clefable relativ gut gewollt. Super. Dieser Burn und dieser Crit haben ihn gerade einfach den Arsch gerettet. Wisst ihr was? Wir verfeinen jetzt. Wir verfeinen jetzt. Ich habe keinen Bock. Weil ich muss hier nicht einen schon verlorenen Kampf hier ewig haben. Okay, unser nächster Gegner hat ein Falcon Punch 06. Hat ein Apokalypse, das ist sehr interessant. Ein Gardevoir. Wieso sage ich Charles Scarf? Was anderes kannst du ins OU eigentlich fast nicht mit. Der hat ein sehr, sehr interessantes Team, muss ich sagen. Und dieses Team hätte gerne die Rocks draußen, würde ich jetzt sagen. Und Megaschlapper, das ist eigentlich ganz gut für uns, weil er wird jetzt ziemlich sicher Fake Out drücken. Und wird sich jetzt mit dem Rocky Helmet schön damagen. Ich denke nicht, dass er den Ice Punch jetzt wirklich drücken möchte, weil wir überleben ihn zum einen. Wir können dieses Apokalypse Knock offen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so intelligent war. Okay, das ist jetzt ein kleines bisschen Luck. Ujeli, das ist ein guter Name. Was ich aber nicht ganz verstehe, warum er nicht Siedewasser gedrückt hat. Siedewasser wäre jetzt in jedem Fall das bessere Play gewesen. Ich meine, zur Not hätten wir auch noch Aromatherapie dabei gehabt. Ich denke, wir könnten halt eigentlich... Wir gehen in Ignil. Go. Let's go into Ignil. Er drückt die Recover. Das ist okay für uns. Das ist okay für uns. Wir müssen hier jetzt an der Stelle uns mega entwickeln, damit dieses Gold nicht mehr viel Schaden machen kann. Und Surfer? Surfer ist natürlich besser als Siedewasser. Wie wir alle wissen, ist das besser. Und er crittet uns mit Hexwar. So, jetzt drücken wir den Thunder Punch. Und müssen... Das reicht nicht. Wow. Ich hätte sogar echt gedacht, dass das reicht. Wow. Ich dachte, dass er physisch defensiv ist, oder? Weil jetzt kann er halt im Megaschlafrohr gehen und wird jetzt mit dem Fakeout uns töten. Aber ich habe eigentlich nicht sehr viel Lust, dass du uns mit dem Fakeout tötest. Deshalb gehen wir jetzt in unser Intimidate. Was? Dem ist aber gerade sehr wohl bewusst, dass wir ihn hätten mit Ignite jetzt rausgenommen, wenn wir einfach straight drin geblieben wären und Fire Punch gedrückt hätten. Das ist ein interessanter Zug. Den muss ich aber jetzt nicht verstehen, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Personal Cancer. Damit wir hier irgendwie einen Wish passen können. Dragonite ist hier jetzt nicht gut. Das ist, ist relativ gut für uns. Hurricane. Er spielt Hurricane Heracross. Dragonite. Ich würde ja gerne Ignil wieder hochheilen. Aber ich glaube, Lando T ist wichtiger. Tut mir leid, aber Lando T ist wichtiger. Trifft Miss einfach. Okay, geil. Das heißt, unsere fliegende Katze ist wieder voll einsatzbereit. Wir können ihn jetzt knockoffen. Er scheint das ist gespext. Das ist gespext. Was? Wieso hat das ein Rock? Okay, ja, wir sind physisch defensiv. Ups, hab ich vergessen. Aber warum Rocky Helmet? Und dann auch noch so viel Inned Investment, das uns outspeedet. Was? Ich sehe schon, wir begegnen hier mal wieder den interessanten Set. Wow, wisst ihr was? Ja, komm, drück Call Mind. Ich meine, was will er uns denn sogar? Er hat Fire Blast, okay.
Das ist doof. Wenn wir Outspeedy nicht, dann drücken wir jetzt die T-Wolf. Hoffen wir auf die Fullpower. Ich würde das. Aha, ich wollte das Klefki den Kill bekommen. Wir gehen jetzt in Gneel. Und drücken Fire Punch. Ich glaube nämlich Fire Punch ist tatsächlich besser, da das in der Sonne geboostet ist. Und der Gneel kriegt den Kill. Nice. Er geht in Mega Low Pony. Und wisst ihr was? Jetzt predikten wir, meine Freunde. Bin ich eigentlich dumm? Ich habe doch gar kein Setup drin. Ja, das war intelligent. Wir drücken nochmal Wish. Wir sind nämlich Mixed Defensive. Also denke ich, könnten wir zwei Returns tanken. Ich bin mir nicht sicher. Return kommt, tun wir tatsächlich. Und dann können wir es jetzt mit einem Moonblast töten. Wieso auch immer er jetzt nochmal Ice Punch gedrückt hat. Er scheint mir ein sehr erfahrener Competitive-Spieler zu sein. Obwohl, ich weiß auch nicht, was er jetzt von mir denkt, nachdem ich hier mit meinem Dingset angekommen bin. Ich glaube, ich habe vergessen, dass ich die Sonne draußen habe. So, als genau in dem Moment, als ich Wish gedrückt habe, habe ich mir gedacht, Moment, halt, stopp. Du hast die Sonne draußen. Habe ich dann verpeilt. So, mach dir ein bisschen Self-Damage. Das schaut gerade eigentlich nicht wirklich gut für uns aus. Wir verkacken doch jetzt nicht dieses Match. Oder doch? Das wäre ein bisschen traurig, wenn wir das Match verlieren. Denn der Gegner ist halt echt nicht so gut. Aber ich glaube, wir können nichts mehr machen. Wir hätten halt, wir haben halt gerade ein paar Mons einfach so in den Dreck geworfen. Kann man wirklich sagen, der war einfach weggeworfen. Mumble ist okay. Also wenn er jetzt aus irgendeinem Grund auf seinem Starmie keinen Angriffsmove spielt, dann ist alles gut. Er drückt Wish. Okay, lol. Dann drücke ich jetzt Giga Drain. Er wechselt aber auch nicht aus. Ich dachte, er wechselt jetzt. Okay, dann halt nicht. Sludge Bomb. Sollte doch reichen, oder? Nein, reicht nicht. Verdammt. Bitte wach nicht auf. Bitte wach nicht auf. Bitte wach nicht auf. Schlaf einfach weiter. Schlaf, Kindlein, schlaf. Natürlich wachst du auf. Natürlich hast du auch Psyshock drauf. Mann, wie schlecht. Das war echt schlecht. Okay, suchen wir den nächsten. Belize. Soll das irgendwie an irgendwas, weil die. Soll das an irgendwas sein oder ich weiß nicht. An jedes Cancermon oder. Also Ignis ist ja eigentlich ein echt guter Lead. Ignis könnte hier nach einem Dedens eigentlich durchgehen. Also solange du nicht T-Bolt hast und du nicht Toxic hast. Sollten wir eigentlich hier durchgehen? Eigentlich schon. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was dieses Bidoof da macht. Ich finde es lustig, aber ich weiß nicht, was es da macht. Ich sollte mir auch ein Team um Bidoof bauen, unbedingt. Das wäre halt echt geil, ne? Bidoof. Ah, Bidoof. Jawohl, ja. Und wenn du jetzt nicht gleich liest, dann werde ich schneiden. Ich habe die Macht des Schneidens, des Ignorierens. Ich bin allwissend. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind im Kampf, können uns mega entwickeln und setupen. Das war klar, dass du das mit. Das Ding ist, komm, das ist mir relativ egal. Es ist mir sowas von egal. Egal. Ich bin gespannt, wie viel der Fire Punch jetzt machen wird. Wir sind bei 460. Er wechselt. Sag mir jetzt nicht, das ist Anubra Pixie. Fire Punch. Das ist Anubra Pixie! Anubra Pixie! Ist das dein Ernst? Okay, drück einfach nochmal Komma. Drück einfach nochmal Komma. Moonlight. Moonlight wird hier auch noch in der Sonne geboostet. Ja, genau. Oh, als ob er Anubra Clefable spielt. Als hätte er mit dem Deedent Saat X gerechnet, ne? Traurig. Ja, du kannst dich jetzt setupen, wie du willst. Ich drück Clear Smog. So. Gut, dass du dich geboostet hast. Das hat sich echt gelohnt. So, und jetzt Spore. Du bist jetzt meine Sporen. Ach komm, bitte, das sind 10%. Ist das jetzt dein Ernst? Ey, heute läuft aber auch gar nichts, ne? Nichts. Man, fast nichts gegen Pixie, super. Das Ding an, bringt mir nicht mal das Setup irgendwas.
Dieses Clefable will mich doch total ficken. In Grunde und Boden. Grunde und Boden. Ich gehe jetzt in Sat X, in Sat Y. Das Fortress predicted. Weil die Sludge Bomb ist jetzt relativ obvious. Er geht in Bidoof. Wenn das jetzt wieder ein Anover Bidoof ist, verfeide ich. Aber instant. Okay, es ist das. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass mich das Ding jetzt fickt, ne? Okay, der Fire Punch macht genug Schaden. Ich musste husten, sorry. Hast du eine Recovery-Möglichkeit außer Rest? Ich glaube nicht. Also man hat es mich eigentlich gerade. Nein, das hat mich doch nicht am Anfang mit Speed, das kann nicht sein. Okay, Rest. Mit dem Maronbeere? Nee. Rest Talk? Ja, wir können halt im Mushroom gehen und mit Clear Smog einfach die Stats wieder resetten, also. Ja. Es bringt dir tatsächlich gerade relativ wenig, dass du dich setupst. Clear Smog, Crit. Ja, weg mit deinen Stats. Schade eigentlich. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. So, du hast noch ein Item, das könnte potenziell der Eviolite sein. Du bist aufgewacht, gehst auf. Okay. Amnesia. Wenn du meinst. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Knockoff. Ja, tatsächlich den Eviolite, okay. Wir drücken die Q und das sollte jetzt eigentlich ein Two-Hit sein. Ja. Das ist kein Problem gerade, kein Problem. Wir drücken nochmal die Q, Bidoof weg. Gut. Ich muss gestehen, ich hatte kurz Angst, dass ich von diesem Bidoof gesweept werde. Das ist ein bisschen traurig, aber naja. Ach ja. Ich finde es auch übrigens schön, was für ein schönes Stall-Team er wieder mitgenommen hat. Der findet es wahrscheinlich lustig. Aber warum hat er ein Glalie dabei? Wo passt dieses Glalie in den Rahmen? Gab es im Pokémon Mystery Dungeon irgendwie sowas? Da gab es aber kein Mega-Stable, oder? Die können auch nicht alle Explosionen. Ich sehe den Sinn von Glalie nicht. Ich meine, Bidoof hat so und so keinen Sinn, aber. Ich meine, ihr zwei bei euch, ihr harmoniert ein bisschen zusammen. Du bist speziell defensiv, du physisch, Regenerator. Du kannst potenziell einen Wish passen. Du wärst die. Also Rocks und Spikes und sowas ab. Aber was machst du in dem Team? Explodieren oder was? Und wenn dieser gegen. Wisst ihr was, er braucht mir jetzt zu lange, wir suchen noch einen Kampf. Ich möchte nämlich lieber noch einen Kampf haben. Bei dem ich versuchen kann, mit Sabwai zu sweepen. Das sieht doch mal nach einem besseren OU-Team aus. Ich meine, Suicune und Shaman sind jetzt nicht so schlecht, dass man sie nicht im OU verwenden könnte. Das Weavile pressured mich ein bisschen, deshalb möchte ich eigentlich mit meinem Key leaden. Er leadet tatsächlich mit Weavile. Mal schauen, ob er die T-Wave im First Turn predicted und in Zapdos. Tatsächlich tut er das nicht schlecht, okay. Was machen wir denn jetzt? Drücken wir Chrome halt mal. Ich möchte wissen, was dieses Tab das jetzt drückt. Heatwave, ja? Heatwave, das ist doof. Das finde ich doof! Wieso tust du das? Kannst du das nicht lassen? Und geh nochmal auf. Okay. Warum zum Fick geht er in Medichamp? T-Wave. Ich meine, wenn er jetzt in Zapdos gehen würde, dann hätte er mir eigentlich nur Recovery durch die Leftovers gegeben. Ja, jetzt ist dein Tail in Flame geparat. Und das hat dir jetzt genau was gebracht? Okay, jetzt kannst du einen Flammenblitz abfeuern. Cool. Cool. Das hat dir jetzt was gebracht? Nichts. Suicune. Okay, cool. Ich habe einen Clear Smog Mushroom. Cool. Cool, cool. Ich weiß, mein Commentary ist gerade grandios. Ich finde aber. Halt doch einfach die Fred. Oh, ich kriege aber auch über alles, was burnen kann, gerade den Burn.
Die Heatwave hat geburnt, der Flammenwurf hat geburnt und jetzt das Gold hat geburnt. Alles, was burnen kann, hat und wird mich jetzt burnen. Wir gehen in Talonflame. Der gute Switchin. Der gute Switchin. So, und bevor er hier irgendeinen Dreck versucht und versucht durch die Para mit dem Brave Bird zu kommen, wechsle ich lieber. Er wäre eh nicht durch die Para gekommen. Ha, Noob! Er drückt tatsächlich... Ich war kurz davor, muss ich ehrlich gestehen. Ich war kurz davor, EQ zu... Ja, du rufst nochmal. Okay, tschüss. Hast du gut gemacht, Talonflame. Hast du gut gemacht. Super 1A-Job. Ja, und dann kommen wir wohl. Du kannst jetzt einfach Icicle Crash drücken. Oder Knock-Off. Oder irgendetwas. Ich brauche dich noch. Das, was ich am ehesten wegwerfen kann, ist fast schon Star... Ich muss Starmie wegwerfen. Doch irgendwann den. Das ist geil. Und jetzt gehen wir noch in unser Igneel. Er drückt noch. Wieso macht das so viel Schaden? LOL! Wieso macht das so viel Schaden? Das ist ja nicht normal. Wieso macht das so viel Schaden? Klar ist es Life Orb. Ist es Adamant? Tja, ich krieg dann noch die Hexen gerade so gegen mich, das ist nicht mehr normal. Einfach nicht mehr normal. Medicham. Protect. Ich find's lustig, wenn er jetzt High Jump Kick drücken würde, das wäre aber ziemlich dumm von ihm. Er drückt Ice Punch, okay. Wir drücken Wish. Ich unterschätze Mega Medicham. Ich unterschätze das Ding zu sehr. So. Wir drücken Knockoff. Er bleibt drin. Okay. Schade eigentlich. Ich dachte tatsächlich, er wechselt. Ich weiß nicht warum. Er hat doch gesehen, dass ich ein defensives bin. Wieso dachte ich gerade, er wird. Man weiß nie, was ein Dragoon denkt. Wenn jetzt der Freeze gekommen wäre, ne? Boah, ey. Dann wäre aber Schluss mit lustig gewesen. Shaman, ich war kurz davor, den Ice Beam zu. Aber wenn Shaman nicht gescarft ist, ist es kein Switchin. Dann drücke ich jetzt den Ice Beam. Tschüss, Shaman. Das Ding ist, da steht noch ein Suicune. Klar, wir haben noch ein Mushroom. Wir gehen Zapdos. Ich brauche eigentlich Schaden auf dem Ding. Genau genommen kann er jetzt T-Bolt nicht drücken, weil jetzt ansonsten uns eine Nuller-Runde gibt. Ich drücke Ice Beam. War das ein Fehler? Das war ein Fehler. Ich hätte einfach direkt wechseln sollen. So. Und jetzt predikte ich Roost. Er drückt Heatwave. Er kriegt... Es geht nicht, dass ich normal verliere. Nein, man muss es mir noch richtig in den Arsch reinschieben. Man muss es mir richtig in den Arsch reinschieben, oder? Ah, danke. Danke, Spiel. Du bist mal... Du bist so nett. Ich liebe dich. Ich hab dich auch... Was? Lumberry Zapdos. Das gute Set. Das eindeutig gute Set. Ich habe übrigens eine neue, die Physical Offensive... Zapdos mit Acrobatics und White Charge und so, ne? Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder, auch wenn dieser Part jetzt nicht ganz so erfolgreich war. Aber wir sehen uns. Bis dann und tschüss.